und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Goldene Edition Nassau Challenge mit Chibi Let's Play. Leider immer noch ein bisschen verschnupft, aber da muss ich halt jetzt durch, wenn wir durch den Eispfad wollen, der ziemlich kalt ist und wo auch der Boden gefroren ist und ja, und uns Rosana willkommen heißt. Ist zwar streng genommen ein Kanto-Pokémon, aber hat in der zweiten Generation eine Vorentwicklung bekommen, also eine Babyform namens Cosilla. Ja. Ich denke mal, mehr muss ich nicht mehr dazu sagen. So. Ich würde sagen, wir paralysieren Rosana noch nebenbei, um die Fangquote so ein bisschen zu erhöhen. So, ist nicht mehr verwirrt. Das ist natürlich etwas schade drum. Ich finde Rosanas Typkombination eigentlich auch sehr gut, also Psycho und Eis. Das macht es fast schon wieder wett, dass die Basiswerte von Rosana vielleicht jetzt nicht perfekt sind. Andererseits sind anscheinend gut genug, dass zum Beispiel das Top-4-Mitglied Lorelei auch Rosana trainiert. Oder vielleicht zählt da auch so eine persönliche Sympathie dazu, keine Ahnung. Gut. Vielleicht reicht's ja schon. Ja, Rosana wurde gefangen. Ich finde den Schrei echt genial von Rosana. Klingt total merkwürdig. Rosana! Humanotyp. Es bewegt seinen Körper rhythmisch hin und her. Seine Gemütslage bestimmt den Rhythmus. Also klingt mal wie ein Tänzer-Pokémon. Wie nennen wir denn Rosana? Also Roxanne ist ein nah klingender Name, aber ich finde, der ist ein bisschen... weiß ich nicht. Nee, ich weiß nicht. Rosana. Rosana ist doch eigentlich basierend auf einer japanisch-mythologischen Figur, eine Märchenfigur, meine ich doch. So ähnlich wie bei uns im westlichen Gefilde die Eisprinzessin oder Eiskönigin. Dessen Pixar-Film ich übrigens nicht gesehen habe. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, hey, ich nenne sie jetzt einfach wie die eine Prinzessin. Ich weiß weder, wie die eine heißt, noch wie die andere heißt. Entschuldigung. Der Hype ging total an mir vorbei. Wie nennen wir dich denn? Ramona? Roswitha? Rosemunde? Ach, ich bin wieder so toll darin, Namen rauszufinden. Moment, ich muss mal ganz kurz husten. So, ich hoffe, ich habe das Husten rausgeschnitten. Ich nenne dich Ramona. So. Ramona. Ne? Ist doch ein schöner Name, finde ich. Okay. Ja, und dann gehen wir jetzt weiter unseres Weges. Vielleicht sollte ich Adam nochmal kurz von der ersten Stelle wegnehmen. Wir können ja stattdessen Bluey oder Lenny nach vorne packen. Ah, Lenny. Erstmal. Denn hier sind natürlich noch ein paar andere Eis-Pokémon, die auch Eisattacken drauf haben, wie zum Beispiel das süße kleine Quieke, auch ein Johto-Pokémon. Und ich meine, das hat Pulverschnee drauf, auch bei Level 21. Auf jeden Fall auch Ausdauer. Was
macht sich bereit, um die Attacke irgendwie noch aushalten zu können. Ein KP ist noch übrig. Wäre jetzt natürlich die perfekte Gelegenheit, um einen Pokéball drauf zu schmeißen, aber wir haben ja unsere liebe Ramona schon. Na? Quieke ist natürlich auch ein cooles Pokémon, vom Typ Eis und Boden. Kann sich zu Keifel weiterentwickeln. Seit der vierten Generation auch zu Mamutel, weil man sich wahrscheinlich gedacht hat, ach komm, Keifel hat doch schon so eine wahnsinnige Hauer. Dann können wir das wildschweinartige Pokémon doch zu einem Mammut entwickeln. Boah. Warum auch nicht, ne? So, hier haben wir wieder ein paar Schlitterrätsel. Ähnlich wie wir auch schon in der Arena von Mahagonia City hatten. Ich hoffe, ich kann es jetzt auch lösen. Jetzt rüber, ne? Ja, auf Anhieb. Geil. Schön. Und dann steht dann mal weiter, denn hier liegt ein Item. Und ich meine, das war sogar sehr wichtig. Weshalb ich damals schon sehr irritiert reingeschaut habe. Denn hier liegt mal eben die VM 7. Yay! Und die VM 7 ist die VM Kaskade. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, wer das erlernen kann. Ich glaube nämlich, Blubby kann es nicht. Nein, Blubby kann es nicht erlernen. Na toll. Kann Blubby denn Whirlpool erlernen? Ja, das geht. Ja, schön. Warum? Ich meine, Kaskade ist auch eine Wasserattacke. Es steht sogar Wasserattacke dran. Also, nee. Keine Ahnung, vielleicht zählt das auch eben unter der strengen Regel der Eiergruppe. Von wegen, ja, Blubby ist halt in Flussgegenden zu finden. Es ist quasi ein Süßwasser-Pokémon. Es kann also nur so und so viele Attacken lernen oder was auch immer. Anders als ein Salzwasser-Pokémon, was die und die Attacke lernen kann. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt von mir rein interpretiert, von wegen Süß- und Salzwasser-Pokémon. Andererseits, da Wasser-Pokémon wirklich verschiedene Gruppen an Eiergruppen haben, könnte man das wirklich quasi so rausinterpretieren. Könnte man, muss man aber nicht. Man kann das natürlich auch bei PokéWiki oder Bisa-Fans oder ähnlichen Seiten noch alles nachschlagen. Naja. Hier haben wir auf jeden Fall ein Schieberätsel, was wir erstmal noch erbauen müssen. Denn hier unten ist eine riesige Eisplatte, wo wir einen Toptrank finden, den wir nicht tragen können. Ja, und da sehen wir den Ausgang, da die Leiter. Da müssen wir raus, aber wir brauchen erstmal Steine, damit wir um die Ecke rutschen können und nicht hier die ganze Zeit rumrutschen in einer Richtung. Ich meine, hier liegt aber auch noch was, ne? Ja, ein Carbon. Cool. Leider haben wir immer noch keinen Platz. Da muss ich immer ganz kurz aufräumen. Wir können ja beispielsweise die eine Brandbeere wegschmeißen. Ja. Carbon ist ein Item, mit dem man den Initiativewert erhöhen kann. Ich muss mal ganz kurz gucken und vergleichen. Du hast 49 Initiative für ein Elektro-Pokémon, sehr lahm, aber wenn man deinen Spezialangriff sieht, dann weiß man auch, wo die ganzen Werte hingelatscht sind, ne? Ja, kein Wunder, dass du in der Arena letztens aufgeräumt hast. Du bist entschuldigt, du bist ein Gesteins-Pokémon. Initiative 47. 41. Ja, bei dir ist es das Hauptattribut. Und du hast 59. Das ist eigentlich für dich auch ganz okay. Ich meine, deine Hoffnung ist ja in der Spezial... in den Spezialwerten, wollte ich sagen. Was mache ich jetzt? Ich trinke mir erstmal noch einen Schluck Tee. Also, entweder Blubby oder Basil. Ja, um Basel wollte ich mich ja später noch kümmern, was das Level angeht, aber ich denke, wir können das Carbon ja jetzt schon vergeben. Dann wird Basel sich ja freuen. So, ja, dann kann ich das ja jetzt auch mal mitnehmen.
Und dann rutschen wir mal hier nach rechts. Denn ich glaube, da ist die Treppe nach oben. Genau. Ist da noch was? Nö. Okay. Das Fahrrad kann ich verwenden, okay. Ich wollte gerade sagen, es wäre eigentlich auch wieder so ein schöner Ort, wo man den Detektor auf Select packen kann. Man weiß ja nie, ne? Auch wenn er nicht reagiert, ist es schön, dass man ihn hat. Gut, ja, was müssen wir machen? Wir müssen die Steine hier erstmal runterschmeißen durch die Löcher. In der Hoffnung, dass wir dann das Schlitterrätsel eine Etage unter uns lösen können. Ja, doch, ja, doch. Genau. So, so, so. Jetzt vorsichtig, nicht nochmal gegenkrachen. So, so. Der Fels ist runtergefallen. Schön. Dann gehen wir mal jetzt nach rechts. Gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Huch, und ein wildes Pokémon erscheint. Entschuldigung. So. So, erstmal runter damit. Jetzt einmal dran vorbei. Mal kurz auf Detektor drücken. Einmal noch mal ganz kurz ein Pokémon verscheuchen. So. Oh, ein Todeskuss. Klingt bedrohlich, ist es aber nicht, denn Lenny pennt jetzt einfach nur im Stehen. Es sei ihm gegönnt. Ich habe doch eine Minzbeere, ne? Die könnte ich Lenny ja eigentlich mal geben, aber ich glaube, wir lassen ihn erstmal ein bisschen schlummern. Denn eine wirkliche Bedrohung ist Rosanna jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ich meine, selbst der Pulverschnee haut nicht so rein. Wenn es jetzt sowas wie Guillotine drauf hätte, so ein Instant Kill, dann würde ich mir mehr Sorgen machen. Aber ich glaube, dann würde ich auch eher aus dem Kampf fliehen. So, muss ich runter? Nein. Kann ich jetzt einfach so nach links durchschieben? Okay. Tschüss. So. Der Fels ist runtergefallen. So. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Deswegen muss ich da diesen Stein jetzt auch noch da reinschubsen. So, ich weiß jetzt nicht. So, was ist mit dem? Ich glaube, den kann ich lassen. So, der Fels ist runtergefallen. Aber andererseits den da können wir eh nicht reinschieben. Selbst wenn ich den hierhin platziere, ich komme ja nicht drum rum. Das muss ich so lassen. Oh gut, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Das war, glaube ich, jetzt eine doofe Ausgangsposition, wo ich angefangen habe. Ja, doch so ziemlich. Wobei. Ich brauche wohl noch den vierten Stein. Andererseits vielleicht so. Ja, ich brauche noch den vierten Stein. Wie kriege ich den denn nochmal da rein? Oder soll ich von da beginnen? Ich krieg den hier hoch, aber ich krieg den nicht von der Wand los. Nein, das war schon mal eine doofe Idee, von da anzufangen.
Es sei denn, runter. Ich krieg das noch gelöst. Ich krieg das heute noch gelöst. Hi, Quieke. Hi, du kleines, süßes Wesen. So eine Mischung aus Kellerassel und Schweinchen. Nee, das war auch nicht richtig. Okay, hä? Jetzt muss ich mal echt ganz kurz überlegen. Hä? Wie, was? Hä? Ich krieg den doch nie hier los. Ich muss doch dran vorbei dann. Habe ich was übersehen? Habe ich das denn damals gemacht? Ach, und jetzt genau. Und jetzt einmal drumherum laufen. Ja, so wird ein Schuh draus. Wo kommt eigentlich dieses Sprichwort her? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal reinschreiben. So, ja. So, Wumsfallera, der Stein ist runtergefallen. Jetzt können wir herumschlittern, so viel wir wollen. So, Problem gelöst. Und hey, wir finden einen Hyperheiler. Wuhu, yay. Geil. Weiter geht's. Oh, hey, hier ist was zum Zertrümmern. Wir haben leider niemanden, der einen Zertrümmerer dabei hat. Ach, schade. Wie wäre es denn, wenn wir einfach hier rumlaufen? Ach, schön. So, nochmal ein Donnerschlag. Dann schafft Lenny auch noch Level 33. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Yay! Und hier bekommen wir einen Pokémon-Kampf. Ich glaube, wir haben die Golbat alle aufgescheucht. Das wollte ich jetzt nicht. Hier finden wir ewiges Eis. Eine zu tragende Verstärkung für Eisattacken. Eigentlich cool. Eigentlich. Kann ich das nicht irgendwem geben? Nein, ihr habt alle was zu tragen. Ja, da muss ich das ewige Eis jetzt da für ewig, immer und ewig liegen lassen. Denn ich möchte eigentlich nun weitergehen. Andererseits, wir haben eh keinen Eis-Pokémon. Aber wir können die TM44 mitnehmen. Und da muss ich mal ganz kurz gucken, was das nochmal war. 44. Erholung. Okay. Heilt sich im Schlaf. Ach, hier haben wir wieder eine Rutschpartie. Wir sind so kurz vor dem Ausgang. Okay. So, 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 so. Weep. Hä? Ah, da liegt noch ein Item. Das möchte ich mir auch noch schnell holen, sofern ich darf. Es ist AP+. Oh, AP+ würde ich schon gerne nehmen. Das ist ein Item, auf das man lieber nicht verzichten sollte. Dafür wäre ich auch bereit, die Antiparabeere wegzuwerfen. Weil die Minzbeeren können wir eigentlich auch wegwerfen. Oder verkaufen. Das mache ich demnächst. AP+ wird wahrscheinlich aber eher... Moment.
bei meinem PC landen. Ich will noch mal ganz kurz gucken, was hier war. Da war doch bestimmt auch noch was, oder? Ach ja, hier war Schlitterrunde gesagt. Gesagt und getan. Und ein Item, genau das. Das Item Eisen. Das ist auch noch wichtig für Verteidigungswerte. Tuppeleber. Also den halte ich echt nur in der Tasche, um ihn teuer zu verkaufen. Die Minzbeere wird, glaube ich... Was würden die vergeben? Ich glaube höchstens 10 Dollari auf einmal. So, aber jetzt haben wir schon mal das. Und ich werde jetzt auch direkt das Eisen vergeben an ein Pokémon, dessen Verteidigungswerte wir unbedingt aufstocken müssen. 60. Nein, du nicht. Du hattest letztens erst Carbon bekommen. Das wäre natürlich für dich natürlich besser. Ne? Egal. Deine Verteidigungswerte sind eigentlich schlecht. Deine aber auch. Bei Basel waren die ausbaufähig, aber bei Blubby waren die sehr gut, ne? Dann bei dir nicht. Bei dir eigentlich auch nicht. Nee, bei dir erst recht nicht. Ich würde fast sogar sagen, bei dir. Dann machen wir das so. So. Ja, das passiert. Das passiert, das passiert. Ich wollte jetzt eigentlich schon gerne raus aus der Höhle. So rum, genau. Hab mich jetzt leider ein bisschen aufhalten lassen. Ist da oben noch was? Nee, ne? Nein. Denn hier ist schon der Ausgang. Yay, wir sind in Obenholz City, ein Ebenholz, wie das Holz selbst, das schwarze Zeug. Wow, du bist über den Eispfad gekommen? Du musst ein richtiger Heißsporn sein. Nein, nein, das ist Fieber. Nein, ich habe kein Fieber. Ebenholz City, ein ruhiger Ort in den Bergen. Ja. Stimmen in meinem Kopf. Hä? Achso, ne, ich höre Radio. Ja, dann ist ja gut. Okay. Merkwürdige Gestalten. Ich würde sagen, die lernen wir alle im nächsten Part kennen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Schön, dass ihr mit mir zusammen im Eispfad wart. Und es war auch schön, dass es jetzt auch keine zwei Parts gedauert hatte. Jo. Also dann. Bis bald und tschüss.